Willkommen bei Homewerken, der YouTube-Channel rund ums Thema Holz, Metall und Elektrotechnik. Heute erzähle ich euch ganz grundlegend was über Metallbohrer und spitze die mit der frisch restaurierten Bohrerschleifmaschine von Tatar an. Das Video zu der Restauration habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Unbedingt angucken, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Das Feedback zum Restaurationsvideo war eigentlich durchgehend positiv. Erstmal, wer es gesehen hat und kommentiert hat, vielen, vielen Dank dafür. Nur fand der eine oder andere schade, dass ich nicht gezeigt habe, wie die Maschine eigentlich funktioniert und wie die Bohrer aussehen und wie das Ergebnis ist. Das möchte ich jetzt nachholen und ja, bei der Restauration musste ich mich auf jeden Fall auch mit der Geometrie von Bohrern auseinandersetzen, um erstmal zu verstehen, wie die Maschine überhaupt funktioniert. Und das dabei erlernte Wissen über Bohrer möchte ich euch jetzt mitteilen. Die von mir und vermutlich auch von euch hauptsächlich benutzten Bohrer sind HSS Spiralbohrer nach DIN 338. Diese DIN 338 beschreibt die Länge zum Durchmesser, allerdings nicht den Schliff und das Material. Das heißt, wenn ihr DIN 338 Bohrer habt und einen DIN 338 Bohrer nachkaufen wollt mit dem gleichen Durchmesser, sollte er zumindest ungeschliffen die gleiche Länge haben. Dann sollte man noch auf den Typ achten. Der Typ gibt den Spanwinkel vor. Dieser Winkel des Bohrers hat entscheidenden Einfluss auf das Spanbild und die Spanabfuhr. Mir sind drei verschiedene bekannt. Typ N gilt als Standardwinkel für Stahl. Typ H ist für spröde Materialien wie Messing. Und Typ W für weiche Materialien wie Aluminium oder Kupfer. Kommen wir zum Schliff des Bohrers. Es gibt wirklich viele verschiedene Schliffe von Bohrern und ich möchte und kann euch gar nicht alle zeigen. Ich möchte euch zwei zeigen und einmal diesen hier, der Standardschliff, den werdet ihr auch kennen von euren Bohrern. Er hat hier zwei Hauptschneiden, eine Querschneide, welches die Hauptschneiden miteinander verbindet und hier zwei große Freiflächen. Kommen wir zum Kreuzschliff. Meine Tatar Bohrerschleifmaschine beherrscht diesen Kreuzschliff, sieht man hier. Und die Besonderheit daran ist, der Bohrer zentriert sich selber, weil er keine Querschneide hat. Die Schneiden treffen sich hier in der Mitte von den Bohrern und die Hauptschneide ist hier ein wenig abgesetzt und angespitzt mit dieser Fläche hier. So, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir starten mit dem Bohrerschleifen und ich zeige euch jetzt, wie ich die Maschine eingestellt habe und warum. Hier sieht man, dass die Maschine auf einen Spitzenwinkel von 118 Grad eingestellt ist. Den Winkel, den kann man verstellen, indem man die beiden Rändelschrauben hier löst und ja, den beliebigen Winkel hier einstellt. Ich habe 118 Grad gewählt, weil 118 Grad der Universalwinkel ist für, sag ich mal, die geläufigsten Materialien. Hier sieht man jetzt zwei Rändelschrauben. Mit den Rändelschrauben kann man die Winkel der Freifläche einstellen und den Winkel der Schneide. Bei mir, ich habe wieder Standardwinkel gewählt, einmal 30 Grad für die Freifläche und 6 Grad für die Schneide. Das hier ist die Ausspitzvorrichtung. Durch Schwenken des Arms können die Bohrer so ausgespitzt werden. Die ist mit dem Motor verbunden, hier über so eine Flexwelle. Ebenfalls kann man hier noch die Gradzahl einstellen und den Winkel habe ich hier auf 0 Grad eingestellt. Was es auch noch zu sagen gibt, ich habe für die Maschine ein Staubabsaugsystem gedruckt. Das ist hier zu sehen, ist blau angestrichen. Ich finde, es ja, integriert sich fast wie ein Originalteil und es ist hier an mein Absaugesystem angeschlossen. Ja, funktioniert wirklich gut. Ja, beginnen wir mit den Bohrerschleifen. Ich habe hier jetzt Spannzangen für den Bereich von 3 bis 16 mm rumliegen. Ich habe einen 9 mm Bohrer und suche mir hier die richtige Spannzange raus. Die passt. Und schraubt die jetzt hier in die Spannvorrichtung rein. Oder setzt die in die Spannvorrichtung ein. Zack.
Zack. Zack. Und kann jetzt hier oben den Bohrer einsetzen. Und ich lasse den Bohrer so ungefähr 2 Durchmesser hier oben rausstehen und ja, fixiere hier mit der unteren Schraube den Bohrer. Jetzt muss die Spannvorrichtung hier eingesetzt werden und bis an die Glasscheibe rangeführt werden, bis die dort anliegt. Auf der Mattscheibe sieht man jetzt die Umrisse des Bohrers und dementsprechend dieser Hilfslinien muss der Bohrer jetzt mit der Schneide an den Hilfslinien ausgerichtet werden. Der Bohrer ist ausgerichtet und muss jetzt mit dieser Schraube hier festgestellt werden. Beginnen wir mit dem Schleifen der Freifläche von dem Bohrer. Durch Lösen dieser Verriegelung kann der Schwenkarm bewegt werden. Ich schalte die Maschine an und schleife die Freifläche. Ich muss ein bisschen hier zustellen über diesen Zustellring, damit der Bohrer näher an die Schleifscheibe gebracht wird. Jetzt ist die Freifläche geschliffen und jetzt muss ich den Winkel hier verstellen bzw. den Arm nach oben bewegen, um die Schneide zu schleifen. Die eine Seite des Bohrers ist geschliffen und um die andere Seite zu schleifen, muss ich jetzt hier nach vorne drücken, um 180 Grad drehen und den Prozess wiederholen. Fleischfläche schleifen, umschwenken und die Schneide schleifen. Jetzt kann das Ergebnis hier auf der Mattscheibe kontrolliert werden. Wenn alle Schneiden, also die Sekundärschneide mit der Hauptschneide, zueinander parallel sind, ist das Ergebnis gut und wir können den Bohrer aufspitzen. Das mache ich, indem ich hier hinten so einen Hebel umlege. Die Kontroll-LED geht an, die mir signalisiert, dass die Welle diese Ausspitzscheibe antreibt. Und jetzt kann ich den Hebel hier umlegen, den Schwenkarm in die Position zum Ausspitzen umlegen und den Bohrer ausspitzen. Und schon habe ich perfekt einen Bohrer angeschliffen. Hier sieht man das Ergebnis des Bohrers. Alle Flächen sind zueinander parallel. Heißt also, hier die Schneide ist parallel zu der Linie der Freifläche. Hier sieht man dann die Freifläche. Dann hier ist die ausgespitzte Seite des Bohrers. Und um 180 Grad gedreht sieht man hier das gleiche Ergebnis. Die Schneide, hier ist die Freifläche und hier die ausgespitzte Seite des Bohrers. Das war es eigentlich auch zum Thema Bohrerschleifen mit der Tata Bohrerschleifmaschine und Grundlagen rund um Bohrer. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich konnte euch das Thema Bohrerschleifen hiermit so ein bisschen plausibel rüberbringen. Ich bin mit der Maschine auf jeden Fall super zufrieden. Ich denke, die Ergebnisse sprechen da für sich. Wenn ihr mehr über die Maschine erfahren wollt, die Firma Berger stellt eine verbesserte Version der Maschine her. Ich habe euch den Link mal hier oben in der Infobox eingeblendet. Ja, das wird mein letztes Video vor Heiligabend werden. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr Heiligabend macht. Wir gehen auf jeden Fall nachmittags zu meinen Eltern und abends dann zu den Schwiegereltern. Dort wird dann lecker gegessen und man kann sich gut unterhalten. Weihnachtslieder werden gehört und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein frohes Fest und ja, lasst mir doch auch ein Geschenk da, ein Abo vielleicht.
drückt auf den Daumen nach oben und klickt auf die Glocke, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn ich ein Video hochlade. In diesem Sinne, ein frohes Fest und bis zum nächsten Mal.